Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bloodlines The Masquerade. Wir haben in der letzten Episode beim Syndicate aufgehört. Verzeiht meine Stimme. Und sollen jetzt bei den Giovannis einbrechen oder abschlachten, reinbrechen, was auch immer uns da einfällt. Giovannis, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was da abging. Ich weiß noch, dass da eine Statue war oder ein Buch oder irgendein Kram, den wir da rausholen müssen für die andere Vampirin, die ganze Menschen isst, nicht nur einfach ihr Blut trinkt. Und ich finde es erstaunlich, dass ich mich an Passagen erinnere, die danach kommen, aber irgendwie nicht weder an das Ding noch jetzt irgendwie an die Giovannis. Also irgendwie weiß ich nicht. Yes, Baby. Ja, Giovanni. Stronghold. Ab dafür. Bin Venetian Family and have spent much of their mortal lives. Oha. Es gibt also Giovanni Vampirs. Dann werden die Kämpfe ja vielleicht doch etwas anspruchsvoll. Now is not the time to bring this up, dear. We're just going to go inside and act like there's absolutely nothing wrong. Wer sollen die überhaupt sein? Yes, what is it? Ist das der Giovanni-Menschen? It is. Are you family? Yes, I am. Then perhaps I'll see you inside. Didn't forget your invitation, did you? Oh, absolut. Well, I'm sure they'll let you inside if you just explain your situation to the man at the front Ja, door. absolut. Do you have an invitation? Of course. Who are you? Ah, never mind, never mind. Ja, what is it? Was ist mit deinem Überbiss los? Auf jeden Fall bist du krass geschminkt, alter Schwede. Giovanni, oh yeah, here's a place. I haven't met you before. You a family member of family? Ich würde es dir ins Ohr flüstern, wenn du mit mir kommst. Is that right? Hell of a family to be born into or marry into your both. You have an invitation with you? Nee, sorry. Hey, don't worry about it. I'm sure they'll let you in. Just tell them you lost it. I lose things all the time. Hast du denn eine? Did I just say I have an invitation? If I did, yeah, I have an Das ist invitation. ja, das ist ja geil. Krieg ich die? My husband is, he's a big, tough guy, so you can kiss my ass, honey. You mean your soon to be departed husband and his dead wife? Ja, verdammt, ich wollte eigentlich sie wegverführen, aber sagen wir mal das zweite. Ich finde das interessant. Hey, hold it. Bist du irgendwie behindert? Ich kann das den ganzen Tag machen, Alter. Die Frage ist nur, wann mischen sich die anderen dazu ein? Hey, hey Keule. Keule. Du tust doch nur so, oder? Ist auch egal. Ich hab, was ich brauche. Na gut, dann laden wir gleich. Aber vorher will ich den hier töten. Einfach weil er mir ins Gesicht schießt. Das finde ich super, super uncool. Wir könnten auch ganz Blazing in die Giovannis einbringen. Ach, das klang falscher als es ist. Oder vielleicht sogar richtig. Wer schießt denn hier noch auf mich? Ach, da hinten. Kannst du mal bitte aus der Wand kommen? Das ist ein bisschen nervig gerade. Nur mal eben was checken. Nur ganz kurz was checken. Steh mal auf. Okay, das wollte ich wissen. Die Wachen sind also keine Vampire. Dann werden wir uns durch sie sicherlich, auch meine Stimme versagt, durch sie sicherlich ohne Probleme durchquatschen können. Wo ist eigentlich die Frau? Jetzt mal so aus Neugierde. Jetzt würde ich wirklich gerne wissen, wo sie ist.
Bist du das? Wir werden es wissen, wenn sie... Ja, sie war's. Alles klar. Genug Spaß gehabt. Vielleicht fehlen uns auch einfach die Skills dazu. No, don't bother. Oh, schön Akzent. Ach, kann man sonst mit jemandem reden? Die schleifen sie auch wie so eine tote Leiche überall hin, ne? Dieses Model, Charaktermodel. Ja. Ey, Arschloch. You have invitation. Sure. It's right, I thought it was here. I must have lost it. Damn it. No invitation. Can't go in. Apologies. I understand, but I have to talk to you again. Invitation. Don't you think you could make an exception for me? No invitation. Can't go in. Apologies. I understand. Vielleicht hätten wir vorher zum Prinzen fahren sollen. Der hätte uns bestimmt eine besorgt. Yes, what is it? It is. Then perhaps I'll... Well, I'm... Of course. Who are you? Get out of here! I hope that invitation is in your skull, because I'm going to check your head open. Start trouble, Mr. I am trouble. Blah, blah, blah. Tschüss. Und mit dir? Ja. Is that right? Yes, of course. Nee. Do you have an invitation? Give me your invitation. Ich würde sowas nie sagen, aber ich finde die Sprachoption hier gerade, die Sprachoption finde ich gerade nicht so besonders gut. Was ist mit ihrem Kleid los? Now is not the time to bring this up, dear. We're just going to go inside and act like there's absolutely... Are you positive you haven't lost my invitation? Was versuchen die eigentlich? Are you positive you haven't lost my invitation? Die gehören hier, glaube ich, gar nicht hin. Hey. Jetzt redet er nicht mehr mit mir. Ist das falsche Taxi gewesen? Now is not the time to bring this up, dear. We're just going to go inside and act like there's absolutely... Are you positive you haven't lost my invitation? Irgendwas war mit dem. Vielleicht müssen wir erstmal mit LaCroix reden, dass der uns eine Invitation besorgt. Ich hätte auch kein Problem damit, die hier einfach alle umzubringen. Aber es wäre schon cool, da irgendwie reinzukommen, ohne jeden zu meucheln. Also gehen wir jetzt einmal rum und schauen, ob wir einen hinteren Eingang finden. Wenn der Taxifahrer nicht mit uns reden will, was willst du machen? Hey, Keule. Du stehst im Weg. Keine Fenster und nix. Vielleicht lässt der uns ja gleich rein. Was ist das denn? Ach, das soll eine Lampe sein, okay. Katzen- und Dosenfutter. Mal gucken, was er hier dazu zu sagen hat und den fragen, ob wir rein können. Sorry, you can't come in here right now. Sorry, you can't come in here right now. Das wollen wir doch mal sehen, ob wir den nicht mal eben wegfetzen können, solange keiner hinschaut. Schade. Der hat eigentlich mit dem Rücken zu uns geguckt. Deswegen... Also wir hätten reingehen können. Dann schleichen wir uns einfach und warten, bis die Stealth-Anzeige gefallen ist. Dann können wir da auch rein. Hä? Ja, wollte gerade sagen, die müssen eigentlich auf mich schießen. Deswegen war ich gerade so überrascht, dass das so mucksmäuschenstill ist. Komm, fang an zu reden. For all they know, we are the happiest couple in the place. Just keep it under two glasses of wine.
you think you can do that, Maria? Maria, sag was. Maria? Maria, das wird langsam unangenehm. Yes, what is it? I haven't lost my invitation. It is. Then perhaps. Well, I'm. Of course. Get out of here! Now is not the time to bring this up, dear. We're just going to go inside and act like there's absolutely. 5 Punkte. The dread presence of a vampire can strike mortal fear into the hearts of their opponents. Reduces enemies' effectiveness in combat. All levels of presence cost 1 blood per activation. Presence carries no risk of anything. Ich dachte, unsere Presence ist eine, die das Überreden vereinfacht. Aber dafür hält sie auch nicht zu lang. Man muss sich erstmal durch die ganzen Dialoge wühlen. Ja, sie bricht ab. Man kann sie auch nicht gegeneinander aufspielen. Oh, yes, oh yes, caviar and champagne, darling. You know how these things are. Got my invitation right here, love. Oh, du hast eine Einladung. Did I just say I haven't? Kann ich sie haben? My husband. Vergiss es. Was sagt der Husband dazu? Get out of here. I boxed golden gloves in college, so you better think twice about doing it. Jetzt ist er auch auf mich sauer. Na gut, meinetwegen. Wir gehen den Hintereingang und wenn wir uns da reingestellt haben, kann ich nur hoffen, dass die Wachen nicht sofort auf uns schießen. Im Hinterraum, weil wir ja eigentlich einen Weg gehen, den wir nicht gehen sollen. So theoretisch müssten sie sofort das Feuer öffnen. Ah, oh well. Also entweder wir laden und gehen zu LaCroix oder wir gehen ganz blazing rein und dann seht ihr das auch mal. Oh, ich bin gestealthed. Aber ich kann die Tür nicht aktivieren. Mit dem kann man leider nicht reden, ne? Es wäre so geil, ihn wegzuschieben. Was ist das für eine Verzögerung? Und Wahnsinn, ey. Der andere geht einfach spazieren, nichts los, und der fängt an zu schießen wie ein Bescheuerter. Also ist bloß mit den Leuten hier los, ey. Wollt ihr nicht mal alle reinkommen? Hallo? Wollt ihr nicht durch diese Tür kommen? Any minute? Naja, man kriegt ja hier genug zu essen. Oh, hier bist du. Steh doch mal schneller auf. Hinter der Ecke kann uns auch keiner treffen. Ich würde mal gerne wissen, was in deren Köpfen vorgeht, wenn die so sehen, dass da Kugeln in mich reinschlagen und ich einfach mit einem Schwert weiter auf sie einmosch. Ob sie denken, alles cool, das wird bestimmt gleich funktionieren. Any minute now. Der nächste Schuss trifft. Gott, ich hasse Schwimmen. Warum bin ich da bloß rein? Klick, 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 klick. Ui, 10, wow. 10 ist aber heftig. 10 ist wirklich, wirklich heftig. Das ist die ganze Zeit so. Ihr macht so einen Krach, das nervt. Na komm, lass ihn los, der ist doch schon Matsch. Solange der aufsteht, können wir auf ihm rumschneiden. Und solange der aufsteht, können wir auf ihm rumschneiden. Und dann trinken wir den anderen aus.
Hä? Na gut, ein andermal dann. Ich dachte, ich hätte so viel Uzi verbraucht, aber scheinbar ja nicht. Das ist ja da, wo wir nicht reinkommen. 9 schaffen wir. Ich bin mir sicher, dass wir 9 schaffen. Bosskampf? Oh Mann, wir haben's mächtig verkackt. Ist ja gut, ich komme zu dir. Da bin ich. Das ganze Haus mal eben übersprungen und direkt zum Giovanni Oberfurt. Du merkst es, ne? Du merkst, dass das alles irgendwie nicht so funktioniert, oder? Egal wer oder was du bist, es funktioniert einfach nicht. Oh Jungs, ihr seid entweder wahnsinnig dumm oder über alle Maße loyal. Wahnsinn. Einer zu viel. Ich hätte gedacht, der bräuchte 2 anstatt 1. Einer ist da hinten ja noch, den kann ich gleich aussaugen. Du bist cool. Der macht nichts, das ist super. Und der auch nicht? Ja, dann mache ich auch nichts. So bin ich ja nicht. Von mir aus. Wir können es auch so machen. Der Letzte, der sich da jetzt irgendwie an 9 schon wieder, sorry. Aber ich nehme nicht zu viel. Ihr habt ja ziemlich volle Blutkanister, wie ich sehe. Klaviermusik und Trash-Techno, das funktioniert irgendwie gerade nicht so. Aber das reicht. Hast du gut gemacht. Danke, Föhn. Hey, stop. Nein. Right there. Ja, aber wieso machst du es denn nochmal auf? Mach doch einfach die Tür auf. Wahnsinn. Ach, das ist derselbe Raum. Okay. Suchen wir die Statue. Außerdem brauchen wir ja noch den Arcanum Sarcophagus. Deswegen sind wir ja überhaupt hier. Aber den werden wir schon von alleine finden, vermutlich. Es ist viel wichtiger, diese dusselige Statue zu finden, weil die werden wir sicherlich nicht von alleine einfach so finden. Ich meine zumindest, dass das eine Statue war. Ups. Guck mal, eine Konservendose. Du hast gerade die Schrankanimation unterbrochen. Du kleiner Arsch mit Ohren. Wollt ihr euch mal ganz kurz die Waffe hier ansehen, die wir gekriegt haben? Wo ist sie? Eigentlich haben wir so eine richtig fancy-pancy Schusswaffe gekriegt, aber ist die etwa im Inventar? Ist doch völlig unmöglich. Nee, ist sie nicht. Die war doch so verziert und all so ein Kram. Ist ja strange. Oh! Bad Monkey, no banana. Oh. Research 9, Wahnsinn. Bestimmt irgendwas mit Falschen. Okay, also dieser Raum ist schon mal hochgradig verdächtig. Ich speichere hier mal und gehe durch den Geheimgang. Ich möchte ja nicht aus Versehen zu früh über den Arcanum Sarcophagus laufen. Bevor ich nicht das gefunden habe, wonach ich suche. Ein paar Räume sind ja hier noch unentdeckt. Beziehungsweise unbesucht. Hallo. Darf ich den Schalter benutzen? Nee, was ist da drin? Ein Geheimgang. Na klar. Gucken wir gleich. Achso, ist der Rollstuhl.
Ja, das ist das. Das ist das okkulte Item für Pisha. Oder Pisha? Pisa? I don't know. Pisha, verstand. Ich weiß nur nicht, wie es ausgesprochen wird. 8, schaffen wir. Einmal kurz gerechtsklickt. Karton. Wer braucht schon Fahrstuhl, wenn wir uns einfach rechtsklickend durch alle Schlösser knacken können? Oh, du armes Ding. Es tut mir so leid. Nein, wirklich. Es ist nicht schön, in so einem Zustand zu sein. Eine Sache ist, dass ein cooler Vampir zu sein, der auf Kunst und Wein und so ein Kram steht. Oder Zaubersprüche wirken kann. Eine andere Sache ist es, so ein wandelnder Haufen zu sein. Oh, Tür war im Weg, beziehungsweise Wand. Ihr könnt ruhig alle aufstehen, ich habe damit kein Problem. Ich will nur gucken, nicht, dass hier schon wieder Skillbücher liegen. Das wäre ja. Brain. Bitte hör auf. Du hast furchtbar schlechten Mundgeruch. Ich finde das nicht nett. Ah, da sind noch welche. So das Gefühl, hier kommen unendlich viele. Vielleicht habe ich sogar recht. Wir töten aber auf jeden Fall die hier noch. Was ist das für eine Animation gewesen? Soll das etwa heißen, ich habe nicht genug Brains? Geh mal bitte da weg, weil ich möchte da rein. Ich möchte mich hier mal umsehen. Scheint nichts Wichtiges zu sein. Es kommt tatsächlich einfach immer unendlich viele neue. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Ein wahrer Gentleman. Was soll man sagen? Okay, das kam spontan und überraschend. What the fuck? Hola! Das klingt ja nice. Alter, komm, speicher schneller. Ich habe keine Angst, da reinzufallen, nur ich weiß halt nicht, wo man dann rauskommt, wenn man da reinfällt. Das ist so mein einziges Anliegen. Wo landet man dann? Die geht auf. Hier auch. Das ist aber nett. Aber ich finde kleinere Türen viel sympathischer, muss ich jetzt mal hier an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Achso, wären wir dann vielleicht da unten rausgekommen? Tatsächlich. Liegt hier irgendwas Interessantes rum? Sieht nicht so aus. Ich kann höchstens nochmal diese Flamme da anfassen. Und es passiert genau gar nichts. Fantastisch. Es war schön mit euch. Ich bin dann mal weg. Die Tür. Ja. Leiter. Ja. Netter Haufen. Netter Haufen. Sympathisch. Sympathische Menschen. Sind diese Türen nicht so ein bisschen. Wie soll ich sagen? So ein bisschen. Welcher Dieselmotor treibt eigentlich die Mechanik an, so eine Tür zu heben? Wollte ich damit gesagt haben. Sind wir wieder am Anfang? Zumindest noch nicht ganz, falls das der Fall wäre. Schade. Ich dachte, weil das eine Tür ist, ist das vielleicht. Naja, ihr wisst schon. Geschicktes kleines Labyrinth. Muss ich jetzt wirklich alle Fackeln checken? Ich hoffe nicht. Ich habe so viele übersprungen. Schade. Eventuell müssen wir gleich die Richtung ändern, in die wir gehen. Ui. Einfach immer weiter ins Verderben.
Na gut. Dich nehme ich auch noch mit. Alles klar, das wäre ja unmöglich. So. Yippie! Oh. Ladescreen. Ich habe gerade auf Speichern geklickt. Kindred, your presence here violates the agreement between our leaders. Leave now or face the consequences of your actions. Let's discuss this problem, whatever it may be. There is an alliance between your leader LaCroix and Mistress Ming Zhao. You violate the agreement. If you do not leave, we are not responsible for your death. What alliance? What are you talking about? Fragen wir mal die Eins. We'll give you one more chance to leave this place and keep your life. You will go? Alright, you double dragon refugees. Let's do this thing. Nobody tells me what to do. Actually, a lot do, but here's where I get even. I've got my mission. I will stay. Nein, ich finde das mit den double trouble dragons. The time for decisions has passed. We Chang brothers accept your life graciously. Sorry. But nee. Hey, du wolltest doch mein Leben haben, Digga. Wolltest du nicht mein Leben? Heule, ich bin hier. Hey, dann meinetwegen, mach mit, ist mir egal. Ah, ja. Oh, zweite Phase. Oh, ihr seid so doof. Wer von euch der ist das? Nee, daneben, Keule. Auch wenn das wahnsinnig unfreundlich war von dir, was du da von hinten so... So, wir sollten uns gleich mal heilen. Sagte ich gleich? Ich meinte jetzt. Ah, machen wir zwei, was soll der Geiz? Gib mir das. Oh, okay. Man weiß ja nie, ob man eine Keule braucht. Ich meine, das spontane Spaceball. Oh, das Ding, so eine Axt. Das, ich meine, so eine Axt, Feuerholz und Renovierungsarbeiten. Aber so ein Ding, wenn wir doch mal wirklich nicht. Danke, Freund. So, du, wie have hier? Tigerclown. Melee Combat Requirement 10. Nö. Also bleiben wir hierbei. Haben wir doch nicht, oder? Alter, ich gerade im Inventar. Ja, haben wir auch. Okay, kriegen wir hin mit 1, 2, 3, 4 Stärke, kommen wir auf eine 10 mit Blood Buff. Wollen wir die mal ganz kurz so ein bisschen Probe fahren? Müssen wir allerdings Blood Buff benutzen. Und wir sollten uns heilen, weil der macht richtig Damage. Wie sehe ich denn aus? Wie das jetzt... Ernsthaft die ganze Zeit, so dass ich den nur ein einziges Mal treffen darf. Alter Schwede. Ja, nun komm doch raus aus deinem Teleporter, Junge. Oh, ja, ich sehe dich.
Nee, wir sterben jetzt hier nicht. Kein Stress. Jetzt haben wir doch nochmal getroffen. Ist ja geil. Oh nein, jetzt schießt er wieder, dieser Feigling. Nun schießt doch schneller. Oh oh. Bloodbath ist natürlich ausgelaufen. Man kann übrigens blocken, ich mach das nur nie. Warum, fragt ihr euch sicherlich? Keine Ahnung, ich mach das einfach nicht. Und schieß. Danke, Film. Was haben wir hier? Die haben wir schon. Bin mir sicher, dass wir sie schon haben. Double Dragon Refugees. Ich hätte es nicht besser sagen können. Was für ein geiler Diss. Das ist die hier. Haben wir schon. Okay, der Khan im Sarkophagus. Fucking finally. Lasst uns mal speichern. Und tschüss. Wir spazieren damit jetzt einfach so raus. Wir schultern das Ding, ja? Oder stecken uns in unsere Frauenhandtasche und spazieren einfach raus. Es ist so einfach. Tschüss, Jumani. Erstmal schön. Wir sind wahrscheinlich zu früh abgehauen, sind wir mal ganz ehrlich. Also man hätte sicherlich noch ein bisschen Geld klauen können und andere Sachen. Ringe, Uhren. Wir haben ja nicht in jeden Raum reingeguckt. Das ging alles ein bisschen zu schnell. Wir waren dann auf einmal plötzlich da. So, what the fuck? Ey, Kollege. Bogo. San. Was auch immer. Jetzt bin ich aus Versehen gegen Speichern gekommen. Oh, hey, hey. My Wunderkind returns. In my entire court, I knew there was only one who could have succeeded in this task. Finally, the Ankoran sarcophagus is ours. Come, I've granted Beckett's request to study and document all the markings of the sarcophagus. You've met Beckett, haven't you? Let's go take a look inside and see what the commotion around the city has really been all about. Before we do that, I need answers. Are you in alliance with the Kuijin? What? Preposterous. No kindred would trust them, nor would they trust us. Mm. Lügner. Did Jack tell you that? Because it sounds like you've been taken for a fool. I was told by Kay, the agent sent to steal the sarcophagus. And you believed them? They've been trying to take over L.A. for years. It's a ruse, a falsehood, spread to undermine my rule and turn kindred against each other, thin our ranks. They are duplicitous, evil creatures. Did they not try to kill you? Yes, but... Insurance. They lied to you in case you lived through the encounter. They hoped to create dissension in the ranks, rumors. It's a trick older than you or I. I still don't know what to believe. Let's open the goddamn sarcophagus, man. What have you assessed so far? Warum ist mein Kleid so komisch? Unfortunately for the Heralds of Doom, it appears we won't be opening Pandora's box. The markings, as far as I can tell, are of Assyrian origin. An extraordinary piece, but nothing earth-shattering. I see. Then there is no good reason why we shouldn't open it. No. Won't budge. Beckett, do you see any mechanism for the lid? I haven't as yet had a chance to pore over it with my fine-tooth comb. I think I have one in my bag. Why won't it open, Beckett? And you, I thought you said it looked as if it had been opened on the Dane. I want it open! You and Beckett, figure out a way to open it. I need to know what's inside. I have other matters to attend to. Come get me when a solution has been found. Yeah. Ah, the depths to which I'll sink to prove others wrong. The young ones get so temperamental. Oh, er ist also älter. Fortunately for Sebastian, is it? I'd already made up my mind to open the sarcophagus, if only to show the city that Gehenna, contrary to popular belief,
has not begun. You hear LaCroix, let's just open it to get him out of the of our bags. Nee. Was denkst du eigentlich, was da drin ist? Put your ear to it. I'll shake it, and you tell me what you think's inside. All right. Fortunately for us, I know of someone who has distinguished himself in this field. Who? Spielen wir mal die Eule. That guy in the historical network with the pinned helm, he makes learning fun. Das machen wir. No. His name is Dr. Anders Johansson, a professor of archaeology from Norway. He was the one responsible for finding the sarcophagus. And as far as I know, the only authority on its origin and design. Okay. So, warum ist sein Arsch noch nicht hier? Until yesterday, he could have been found in his suite at the Empire Hotel downtown. But when I stopped by earlier this evening, all I found was spilt coffee on a morning paper. Appears he's been abducted. Dreck. Damn it. Why does everything have to be so difficult? Oh. Where's the fun? Without complications. Yeah. I detected the scent of myrrh incense, which is usually burned in monasteries. Also, I found beach sand in part of a muddy footprint. Putting two and two together, I located a monastery near a beach in Malibu, where I believe hunters are holding Johansson captive. Oh, hunters töte ich am liebsten. How did you figured all that out from sniffing around his room? Nee, wir tun mal so erstaunt. Actually, there were two hunters on the roof of the building opposite the hotel who were positively delighted to tell me everything they knew. Provided I stopped dangling them head first over the side. Yeah, it's so cool. So what do we do to get him back? Oh, hunters have his guy. What should hunters want with an archaeologist? Naja, das ist eine sehr, sehr dumme Frage. Wie kriegen wir ihn also zurück? Das ist auch eine dumme Frage. The hunters abducted Dr. Johansson for his own protection. Or at least that's how they've justified it. He's being held by the Society of Leopold and used, quite ingeniously, as bait for Prince LaCroix's minions. The Society of Leopold, so how do we get him out? Good luck getting him out. I'll go. Hunters aren't anything I can handle. Ganz langsam. Sebastian mentioned you ran into one of the hunters from the Society of Leopold some time ago. They're so secret a church organization. I don't even think they know if they exist. But essentially, they're murderers for Christ, or some such deity. So, how do we get him back? You'll have to go to the monastery and find a way into the tunnels beneath, where the hunters are holding Johansson. I'm afraid I can't accompany you, but then it's best you go alone. Too many of us might set them off. Like fundamentalists on contrary opinion. Spitzer Spruch. Wie komme ich dahin? I wouldn't recommend walking. Certainly, Sebastian's already provided cab fare. I'm sure he always spares no expense when archaeology is its. Ja, ich mag sein Grinsen. I'll be back after I go to the monastery. I would like to talk to the prince first. Drop the guy in wood. Nein, I will be back after I got the monastery. Remember, Dr. Johansson is an innocent. He has no idea we actually exist. Try not to put the idea in his head. I try. Oh mein Gott. Das hat sich aufgehängt. Das war so klar. Ah, vielleicht, wenn man das hier löscht. Holy shit. Das hat sich wirklich aufgehängt. Das ist doch alles nicht wahr, Stein. Ah. Nicht gut. Letzter Versuch. Überhaupt nicht gut. Gar nicht gut. Schade. Wirklich schade. Dann beenden wir diese Episode an dieser Stelle.
und ich hole das mal auf. Ja? Oder ich habe ja gut gespeichert, wir sprechen nochmal mit Beckett ein bisschen mehr in der nächsten Episode. Ich hätte ja das Ding jetzt eigentlich abgebrochen und wäre endlich mal weitergegangen, aber ja, so können wir die Gelegenheit nutzen, ein bisschen länger mit ihm quatschen. Soweit, meine Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bloodlines The Masquerade für euch. Es stürzt immer wieder ab, trotz des Patches, aber was willst du machen? Vorher war es vollständig und spielbar. Also, meine Freunde, macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao.